Gnocchi mit Spinat und Erbsen. Hallo und willkommen bei Kathis Table. Wenn es aber schnell gehen muss, dann ist Pasta immer eine gute Idee. Wir machen heute ein schnelles Rezept mit Spinat und Erbsen. Und am Ende kommt ein Spritzer Zitronensaft hinein, der macht es fruchtig und frisch. Wenn du mehr Zeit hast, dann kannst du deine Gnocchi auch selber machen. Und dann blende ich dir hier den Link zum Gnocchi-Rezept ein. Und wenn dir dieser frische Geschmack schmeckt, dann gib dem Video ein Like. Danke dir! Und bevor wir anfangen, noch ein kleiner Tipp. Beim Abseihen von der Pasta hebt dir immer eine halbe Tasse Kochwasser auf. Denn wenn du beim Mischen von der Pasta mit der Sauce merkst, dass das Ganze ein bisschen zu trocken ist, dann kannst du das mit diesem Wasser gut ergänzen. Und jetzt lass uns anfangen.